Servus, herzlich willkommen zurück. Vier Sims, ja, meine ich. Fast. Ja, Stuckau. Servus. Ja, den will ich mit festhalten, deswegen habe ich jetzt schon gestartet. So, die wollten eigentlich, waren eigentlich am Schlafen. Ja, ich weiß, dass ich Mods installiert habe, danke. Okay, er gönnt sich jetzt da drin. Vergaß ja, wir hatten ihn schon eingesperrt so ein bisschen, so. Ja, die eine Mod-Nachricht ist übrigens einfach nur zu spenden, so. Oh, meine Fresse. Oh. Ja. Auf deren Patreon-Page. Also, bei den Mods, die sind schon ganz nice. Cool. Sie säubert das Ding für uns. Wenigstens ist sie ja mal doch ganz nützlich. Die Gudrun, die Liebe. Eigentlich die Unwichtige. Okay. Ja, wir nehmen ruhig schon auf. Nice. Öffnen. Ich glaube, mein Schucker ist besiegt. Die Drugs willst du klauen? Will ihm welche in seinem Inventar legen. Ich glaube, das mache ich wirklich. Ich weiß nicht, was das hier ist, ey. MDMA. Ich glaube, das ist MDMA. Nee, warte, das ist MDMA. Das ist Purple Haze. Das ist MDMA. Das ist MDMA. Nee, das ist nee, das ist Purple. Das ist, dieses weiße kleine Ding ist MDMA-Pillen. Bin ich der Meinung. Ah, ja, tatsächlich. Ja. Playboys. Warum wird das da oben nicht angezeigt? Habe ich wieder ein falsches Ding gelöscht? Falschen String oder so? Warum löscht du Strings? Ah, ein Vaporizer hat er, genau. Er braucht kein Ding, weil er einen Vaporizer hat. Ja, aber vielleicht will er bongen. Gut, hat übrigens alles zerstört, das Katzenklo ist vollgeschissen. Sehr schön. So, er hat jetzt Drogen, jetzt kann er hier Katzenklo säubern. Und Katzi zum Essen. Warum ist Wicked Wims oder Kinky Wims oder was zum Meister ausgegraut gewesen? Wo? Bei Katzenklo oder sowas. Als du auf die drauf gedrückt hast, stand das vorher. Hm, komisch. So ein ausgegrautes Wims-Ding. Chantal verschwindet aus dem Rampenlicht. Ja, dann sollte sie dringend mal ein Ding machen hier. Eine Post. Mehr, soziales Netzwerk. Bild teilen. Von ihrem Gesäß. Wahrlich, in der Tat sollte sie dies. Ja, dann öffne den mal im Beutel. Das packen wir wieder da rein. Und dann. Kannst du dir jetzt einen bauen oder nicht? Ich glaube, du musst über. Ah, hier. Ja, das geht mit den. Ich dachte, über Vaporizer Tapes. Machst du das. Über Vaporizer geht's auch, aber ich lass ihn jetzt erstmal einen normalen bauen. Gute Animation, Junge. Auf jeden Fall. Jetzt hat er einen gebaut. Jetzt mal alles reparieren. Sich gönnen. Was für ein langweiliges Bild. RIP. Danach haut er sich dann noch eine MDMA rein. Ich kann mit denen nichts machen. Jetzt öffnen. Okay, er gönnt sich schon mal. Schon mal guter Anfang. Brudi. Was macht den der Ziplock. Denn? Sie gönnt sich jetzt was zu essen oder was? Ja, tut sie. Aber du hast kein MDMA drin. Ich glaub schon, doch. Das ist ein MDMA-Beutel hier. Ich wollte nicht dem essen, sie muss einen MDMA-Burger essen. Ein MDMA-Burger. Das wäre richtig gut. Hier, nimm dir schmeiß dir eine Pille und dann kannst du auf Drogen mal ein Buch schreiben. Obwohl, aber erst was essen. Er ist verspielt. Hm. Porn gucken. Okay, das geht jetzt gerade irgendwie nicht durch. Wahrscheinlich, weil er noch isst. Sobald sie fertig ist mit Essen, geht sie erstmal duschen. Oh, reparieren, meine ich. Hm? Ach, sie braucht MDMA. Dann nimm doch einfach eine Pille, du hast doch welche einstecken. Meine Güte. Danach gehst du aber duschen, wenn du die Pille eingeschmissen hast. Hat sie schon Crystal Meth? Ich glaube noch nicht. 5900. Das ist auch ist was. Weniger geworden, oder? Ja, es ist ich glaube, letztes Mal war es 6300. 6,6 schon, okay.
Ja. Oh, Errungenschaft. 10 kaputte Objekte. Cool. Sehr kokett. Sie ist auch kokett. Gibt's Kinky hier... Wims. Ja, aber da kann ich wieder nichts auswählen. Und kannst du nicht attackieren? Ich glaube nicht. gucken wir mal nochmal. Kinky Wims Attacke. Versuchen zu attackieren. Ja, nein, warum auch immer. Es geht bei ihm nicht. Warum? Weil du so ein bisschen blöd ist. Nachdenklich duschen. Aber sie kann ja die da unten dann attackieren. Hoppala. Kinky Wims Attacke zu attackieren. Sie. Random. Macht sie erst, wenn sie mit dem Duschen fertig ist, anscheinend. Hä? Was machst du jetzt da? Ja, du sollst Flickblock spielen, du sollst an dem PC Porn gucken, war das. Da. Er macht's einfach an dem PC. Okay. Ja, ist doch geil. Jo. Ich weiß nicht, was er da macht. Ich glaube, er steckt gerade. Dann sollte die Mutter helfen kommen. Kann sie dabei irgendwie, geht das mit... Na, Liebesleben fragen geht. Nee. Wicked? Mit einsteigen? Nein, geht nicht. Fack. Sehr unwohl. Am runterkommen. Dann schmeiß halt noch eine. Take one more pill. Take last pill. Ja, sie können an Überdosen sterben tatsächlich. Da, ich finde gut, dass sie mittlerweile komplett nackt auf Klo geht. Auf jeden Fall. Attackierst du jetzt? Oh, guck mal ihre Augen, die sind richtig kaputt. Ja, so hört sich das auch. Kannst du dem Jungen bitte sein, dass er alles reparieren soll, was kaputt ist? Ist ja, kann nicht. Oder was? Nee, ja, das liegt daran, dass er komisch ist halt. Unberechenbar, genau. Unberechenbar sorgt dafür, dass er das macht. Reparieren, da ist noch was kaputt gegangen. Hast du es hier erfolgreich attackiert? Nein, hast du nicht. Versuchen zu attackieren. Ja, du wirst dein Kokett jetzt gleich ausleben können. Die kann sich nicht für immer wehren. Ach, der Kampf hat gar nicht stattgefunden anscheinend. Okay, sie hat verloren. Diese T-Pose immer kurz. Ja, und immer schön zu der Position gehen, wo die hingehen wollen. Das ist eine Fußarbeit, das sehe ich sehr deutlich. Eine Fußanstellung? Oh. Ja, seine Augen waren gerade auch ziemlich fucking rot, Alter. Das heißt, dass er, glaube ich, ziemlich viel reparieren muss. Ja. Er könnte ein kokettes Buch schreiben, glaube ich. Das könnte er. Das könnte oder er in der ein kokettes Tat. Gemälde malen. Schreiben wir geht doch mal das? Ein. Ja, ich glaube, das geht. Lass mich mal kurz gucken. Kokettes Gemälde, ja. Dann was wird denn da gezeichnet? Das wird sich jetzt gleich zeigen. Kam doch was Neues in deinem Mod zu, dass da irgendwelche Bilder geändert worden sind? Dass da irgendwelche. Ich weiß es ehrlich gesagt expliziten nicht. Expliziten Szenen gemalt werden? Ich hoffe nicht. Ich weiß es aber nicht. Komm, schnell. Mal das kokette Bild. Fang an. Ehre. Peeping Tom ist weg. Der ist tatsächlich weg, was? Da ist eine Leiche. Wo? Da ist ein Ding, Tatsache. Cool. Der ist nicht lang mitgemacht. Nee, nicht so. Hör mal. Komm da halt unten hier in eins der Zimmer rein. Uppala, zu weit hoch. Jetzt ist er benommen, weil er runterkommt. Hoffentlich klappt das trotzdem mit dem koketten Gemälde, ey. Welche Malfähigkeit hat er bisher? Teile plündern. FKK, Level 3. Okay. Gucken wir doch mal, was er für eine Malfähigkeit hat. 3. Gar nicht so niedrig. So. Ja, so auf 10 mal noch kokettes Gemälde malen. Dann macht er wahrscheinlich nur ein Lörres dahin. Fühlt sich zu unwohl, um dies zu tun. Rip, Alter. Ja, soll er sich direkt eine Pille neischmaßen, ne? Jetzt muss er erstmal, muss erstmal auf Toilette. Also Framerate ist gerade richtig Qualität auf jeden Fall. Reparieren, aufwischen. Okay, sie FKK hat da noch immer rum. Anscheinend stört sie ihn auch nicht. Ja, dann geh doch auf Toilette. Ich hab dir doch schon gesagt, dass du auf Toilette gehen sollst.
Guckt sie jetzt Porn oder spielt sie nur was? Das weiß man jetzt bei ihr nicht so sicher. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass sie spielt, aber ich kann es auch nicht genau sagen. Ja, ich meine, übrigens schwebt hier schon seit letzten zwei Parts oder so ein Teller rum, an den man nicht mehr rankommt. Ja, ist doch gut. Ja. So ein schöner Teller. Ja, nicht, ne? Hör auf, da extra runterzugehen für. Meine Fresse, und erst wenn du da angekommen bist, ey. Ja, du hast die Spülung kaputt gemacht. Oder was meinst du? Ja, er soll sich nicht die Hände waschen, sondern direkt weitergehen. Ach so. Komisch. Und der geht extra bis da runter, obwohl ich es abgebrochen habe. Richtig Qualität, ey. Ja, ist halt unberechenbar. Ja, gut. Touché. Nice. Geschicklichkeit Level 3. Werde mal fertig hier. Hey, Katzi. Teile plündern. So, jetzt gehst du die alle durch und danach schmeißt den ganzen Müll weg. Den Müll kannst du auch wegschmeißen. Ah ja, den kann ich wegschmeißen, stimmt. Oder? Ja, kann ich. Ja, dann mache ich das auch einfach. Er hat gerade das verloren, was wir hier tun sollte. Nämlich die hochgehen und die Teile plündern. Vielleicht, weil er geisteskrank ist. Ja, es kann wie verrückt aufwischen. Ja. Er muss demnächst mal wieder Elfhaber benutzen. Sein Sozialwert ist nicht mehr so hoch. Oh, ja, stimmt. Aber seine Hygiene ist auch nicht so hoch. So sollte ja, vorher aber das noch ist ja erstmal gehen. Egal. Nein, das musst du nachher machen. Ja gut, dann benutzen wir sie halt vorher. Elfhaber muss das genießen. Pinkelt sie gerade das Waschbecken? Ich habe keine Ahnung. Elfhaber. Random. Ich habe keine Ahnung, was die zwei da machen gerade. Ich auch nicht. Hä? Was denn? Der macht doch noch so eine Attacke. Jetzt ist Kinky Wims erst wieder da. Die Attacke wurde abgebrochen. Anscheinend hat der Mod sich kurz disconnected oder so. Ist sie trächtig? Keine Ahnung. Ja! Alter, sie ist trächtig! Weg! Nice! Na komm. Okay. Das ist doch gut. Die Und Mutter wenn die Mutter gerade eh schon. Ja. Meine ich auch. Wie kann man da jetzt beiwohnen? Attacke. Achso, da. Bitten der Attacke beizutreten. Als Aggressor. Random. Als Nicht-Aggressor. Kappa. Ich möchte auch gerne vergewaltigt werden. Los. Ja. Sie geht jetzt erstmal wieder ganz hoch, bevor sie wieder ganz runter geht, die dumme Fotze. Ja, schon die bald wieder vorbei hier. Ja, Foot. Ja. Sie ist reingecheut. Ein bisschen Family Fun. Junge, dieses LP ist so falsch. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Und so auf allen Ebenen, Junge. Nee, ist doch voll gut und so. Ist voll normal. Ja. Ey, ich wohne in Wiesbaden im Keller. Ich weiß, was da abgeht. Ja gut, du hast Schrank nicht, du weißt gar nichts. Ja, sie ist ja Freelance-Schriftstellerin, habe ich schon wieder vergessen gehabt. Sie ist gelangweilt. Zu lange keine Pille mehr. Junge, was sind das für Sounds? Ja, ich wusste gar nicht, das sind anscheinend natürliche Sims-Sounds, die ziemlich gut funktionieren. Ja, das glaube ich auch. Okay. Habt ihr das langsam mal? Oder eher nicht so? Nee. Doch, jetzt haben sie es. Die gönnen sich noch. Guck mal, sie ist nackt, aber hat Unterwäsche. Jetzt ist sie selbstsicher. Kann sie ja ein Motivationsbuch schreiben. Nee, kann sie nicht, weil sie muss was essen und schlafen. Oh no, Thickbar. Thickbar. Erfrischende Dusche. Dampfende nehmen. Dusche? Nicht? Dampfend, schade. Man kann auch dampfend machen. Da können sie gleich wieder runtergehen. Da sagt sie hallo, ready für Runde 2. Ich glaube, das ist sie selbst nicht. Oh, der guck mal, Pierre Tong ist wieder da. Er ist gestorben und jetzt ist er wieder da. Schlafen. Ich reiß hier mal die Wand ein, hier, die jetzt unnötig hier steht. Ich meine, ich kann auch nur einen Teil einreißen, dann geht er da wieder rein und dann wird er da wieder eingesperrt. Machen wir das noch so. Macht er das? Der wird schon Wertscher werden. So, glaubst du, levelt gleich sein FKK? Oh ja, das könnte gut sein. Nimm dir auch Reste. Muss nicht auf Toilette. Dann in Dusche singen. Und dann musst auch du schlafen.
Was ist das? Das Problem ist jetzt, dass da überall die, Aha. dass da überall die Fenster sind. Ach ja. Jetzt haut er ab. RIP, ey. RIP, ey. Ja gut, aber ich meine, dann wird er ja nicht sehen, wenn er so falsch durchspannt da, ey. Ja, was ist das Problem? Dass ihm das ja egal ist, aber wir wollen ja Ja, nee, töten. ihm jetzt ist es tatsächlich auch nicht egal. Wenn er durchspannt irgendwo und nichts Gescheites sieht, dann wird ihm da langweilig. Ich würde ihn lieber einsperren auf einmal eins. Ja. Hat er seinen Hamburger abgebrochen? Ja, da war anscheinend nur noch ein kleiner Rest. Ja. Excuse me, what the fuck? Sie wollte genau zu demselben Zeitpunkt Ja, warum duschen joint sie gehen. nicht einfach rein? Ich sehe Weiß das ich auch Problem nicht. nicht. Das verstehe ich auch nicht. Nein, du hast noch nicht genug gegessen. Du musst dir nochmal Reste nehmen, bevor du schlafen gehst. Hamburger, Hamburger, Hamburger. Hamburger. Ach ja, ich vergesse immer wieder, dass er jetzt nicht mehr in die Schule gehen muss, ey. Man muss denn nicht in die Schule gehen? Nee, er ist ja jetzt Arbeitsloser geworden. Ja, perfekt. Jo. Übrigens, ich sehe hier keinen Debuff, von wegen, dass sie ihn nackt gesehen hätte oder so, dass sie irgendwo reingelatscht sind, wo sie nicht reinlatschen hätten sollen. Das heißt, Naja. FKK zieht. Nice. Very nice, in fact. Aufräumen. Machst du dann, sobald du wieder wach bist? Nee, machst du nicht, weil dann wirst du erst auf Toilette müssen. Das heißt, benutzen und Massage halten. Dann ansonsten alles aufräumen. Gucken, ob das Er bei muss dem Teller das überhaupt Gemälde klappt. fertig malen. Das muss er ja. Aber erst, wenn er wieder genug Energie hat. Er hat doch mehr als genug Energie. Auf jeden Fall. Nutzen und reinigen. Danach kannst du dann das kokette Gemälde fortsetzen. Sie wird vor ihm? Ja, sie wird vor ihm. Aber dauert jetzt noch ein bisschen, bis die wieder ausgeschlafen sind. Katze wieder alles vollgeschissen. Meine Fresse, ey. Wann wirft Katzenklo Elfa aber sauber. endlich? Ah! Gut, dass du sagst, ich muss ein Babybett da reinstellen. Wie heißen die? Babybett? Nein. Krippe oder sowas? Vielleicht, ja. Guck einfach, wollte ich ihn räumen. Krippe. Nee. Nee, okay. Wiege und dann bei dem Teddybären Oh ja, das ist eine und dann noch Idee. das Bettchen. Und da sind dann ganz oben die beiden zum Beispiel links. Die hier, ja. Die beiden würden gehen, ansonsten ist rechts, das dritte von, das vierte von rechts wäre auch noch eins. Ah, ja, wie gemein im Mond. Das ist das Klassische und die anderen ist Vampir und noch ein Mist-Add-on. Dann stellen wir doch einfach mal eine Wiege hier rein. Gams muss aber auch rankommen. Ja, es wird irgendwie gerade ein bisschen schwer hier mit dem Platz und so. Theoretisch brauchst du hier nur ein Einzelbett. Stimmt. Gut, dass du es sagst. Das braucht sie in der Tat nur. Ach, da ist Sie ein wird ja Teller auch im ein Weg. Einzelbett. Kannst du nicht verkaufen? Gucken wir mal. Nein. RIP. Einzelbett. Was kriegt sie denn für ein Bett? So ein normales, würde ich Bett. sagen. Betten. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, das ist genau dasselbe, nur als Einzelbett, ne? Das ist genau dasselbe, was du vorhast, nur als Einzelbett, weil Ach sonst brauchst so. du ein Luftmatratzenbett. Ja, dann ist optimal. Dann stellen wir das hier in die Mitte. So. RIP. So hast du effektiv genauso viel Platz frei wie vorher. Du hast es genau zwischen zwei Felder gesetzt. Ja, ich habe effektiv trotzdem mehr Platz, weil ein halber Dingens da ist, dass die durchgehen kann noch, weißt. Ja, aber du hättest theoretisch auch noch einen rübersetzen können, hättest noch am Rand gut was frei. Ja, aber das kann ich ja noch immer machen, wenn ich da was hinsetzen will, ne? Nö. Na, Alpha, aber kannst du jetzt schlafen? Oder willst du überhaupt schlafen? Warum guckst du einfach nur die Wand an? Was sie trächtig ist, das machen trächtige Sie ist auch ziemlich Elfabers. traurig anscheinend. Guck mal, ihre Unterlippe zittert. Stinkt wie Ja. Sau und ist trächtig, läuft bei ihr. Ist die Dusche von ihr immer noch kaputt? Ja, ich glaube schon. Ja, Muss man ist sie. reparieren.
Ja, das kommt dann noch. Reparieren. Kommt in seine Liste. Das hier wird dann... Ach, das kann man eigentlich verkaufen da unten. Die Badewanne. Da, die ist übrigens eine Zauberin. Hm? Sie ist eine Zauberin. Huh. Elfhaber, das ist ein ganz normaler Sim vom Zauber-Add-on. Ich hab grad mal nachgeguckt, weil hat mich halt interessiert, warum das Elfhaber heißt. Ah. So, die kommt weg, aber die Toilette lasse ich. Die wird dann auch nur repariert. Was man allerdings gerade gehört hat, war der Timer. Jetzt gucke ich mal gerade. Hier kann man auch noch eine Toilette reparieren. Er ist dann der Reparaturboy. Aber dann beende ich an der Stelle erstmal den Part. Hoffe, hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.